Simon seine Übersicht bewiesen. Und er leitet beinahe jeden Austria-Angriff ein. In der Reihe der Abwehr, Zwierczewski. China. Gerade noch am Schuss gehindert von Jasner. Eckball für die Wiener. Der Dager. Unsicherheiten und 3:0. Innerhalb von 6 Minuten 3 Treffer für die Wiener Austria. Der zweite aus einem Eckball. In der Zeitlupe sehen wir die missglückte Abwehraktion und Brunnmeier steht goldrichtig. 6 grausame Minuten für den SV Kelly Ried. Und nach 31 Minuten steht es 3:0 für die Wiener Austria. Und für ihn und seine Mannschaft ziehen Gewitterwolken aus. Sie sind die Ruhe selbst, was haben Sie der Mannschaft gesagt? Ja, es darf keine Opfer werden. Zwei Treffer kommen aus Standsituationen, einmal haben wir einen Schütze übersehen und wir haben eigentlich ganz gut begonnen, nur mit diesen drei Gegentoren, dass es kein Debakel wird. Haben Sie das Match schon verloren gegeben? Nur Sieg ist das Match verloren, nur es darf nicht 5-6 mehr ausgehen. Ja, die Bescheidenheit eines Mannes, der Kummer gewöhnt ist, wenn es einmal über die Grenzen von Oberösterreich hinausgeht. Seit Juni 1996 hat der SV Kelly Ried auswärts nicht mehr gewinnen können. Zweite Spielhälfte und in den ersten 15 Minuten war einmal gar nichts los. Dann diese Aktion. Janne Schitz, wunderschöne Vorlage auf Brunnmeier. Und Kellner. Man spricht so häufig von hundertprozentigen Chancen. Das war eine, aber Schiedsrichter Scheuhammer hat es nachträglich auf Abseits entschieden. Damit kann er sich trösten, der junge Christian Kellner. Es wäre ohnehin nichts geworden mit seinem ersten Tor für die Wiener Austria. Auffallend bei den Wienern, sie spielen nicht begeisternd, aber unheimlich effektiv, sehr konzentriert. Kein Ball wird verloren gegeben. Ein sehr konsequentes und diszipliniertes Spiel der Mannschaft von Wolfgang Frank. Gelbe Karte verdientermaßen nach diesem schweren Foul von Zwierczewski in einem an sich allerdings sehr, sehr fairen Spiel. Kontrolliert. China. Pfeffer wagt sich nach vorne. Ja, hat sich längst damit abgefunden, dass die kleine Stadt Ried so scheint zwei Mannschaften hat. Eine aggressive, die zu Hause spielt. Und eine doch eher verängstigte, harmlose, die immer wieder auswärts antritt. Gleich sind immer nur die Namen. Dann ein Fehler vom Torhüter Unger. Janne Schitz. Brunnmeier. Mit einem Schuss in Richtung Verteilerkreis. Und dann endlich nach 28 Spielminuten in der zweiten Spielhälfte wieder einmal eine sehenswerte Aktion der Oberösterreicher. Ein Schuss vom Drechsel war das. Knapp drüber. Aber ansonsten die Mannschaft von Klaus Reutinger selten gefährlich wie hier. Ove Hansen! Aber Wolfgang Knaller nicht gewillt, ein Ende seiner Torsperre zuzulassen. Immer noch 3:0 für die Austria. Erst in den Schlussminuten wieder aggressiver wird. Simon kommt frei zum Schuss. Gut angetragen, aber ebenso gut gehalten von Ronald Unger. Ja.
Julius Sprechchöre. Er ist längst der Publikumsliebling bei den Austria-Fans. Julius Simon, dann noch dieser Schuss von René Gatzer. Knapp vorbei. Die Austria gewinnt auch das zweite Heimspiel in dieser Saison mit 3:0. Zufriedenheit bei den Fans und Zufriedenheit natürlich auch bei Trainer Wolfgang. Hey Jungs! Sperre von Wolfgang Knaller, die hält jetzt schon beachtliche 510 Minuten. Christian Eber, unser Reporter, hat schon angesprochen, die Riedermannschaft hat wirklich zwei Gesichter, denn noch vor drei Tagen hat Ried mit derselben Mannschaft immerhin den Meister mit 2:0 geschlagen. Ja, der Unterschied ist der, dass zum einen die Austria sehr viel Druck machte und zum anderen wir doch zwei Gesichter haben und zu Hause sicherlich mehr Selbstvertrauen und vor allem selbstbewusstes Spiel. Austria Wien stärker als Austria Salzburg? Ja, das ist so schwer zu sagen. Sie haben sehr gut gespielt, wir haben gewusst, dass sie technisch sehr versierte Spieler haben und haben halt versucht, das so gut wie möglich zu unterbinden. Es ist aber heute leider zu wenig. Was macht die Mannschaft im Moment so stark? Ja, ich glaube das Kollektiv. Das rennt einer für den anderen und das ist einfach, glaube ich, unser Pluspunkt im Moment. Wir werden dann gegen Ende der Sendung nochmals ins Horrorstadion schalten und dann ein Ausführungsvideo.